Wir sind da. Freunde! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Bin sehr gut gelaunt. Hoffe natürlich, ihr da draußen auch heute zu einer neuen Folge First Dates. Ich habe mir heute tatsächlich sogar was Leckeres hier mitgebracht. Ihr kennt es alle. Wenn ihr das seht, wisst ihr alle, was es ist. Ich muss ja jetzt hier keine kostenlose Werbung machen oder so. Wie gesagt, es ist auch wichtig, dass ihr euch immer zurücklehnt, zurück gemütlich macht, lecker Snacks holt, was Leckeres zu trinken, Wasser. Ich muss sagen, aktuell verzichte ich sehr viel auf Zucker. Deshalb ist das für mich jetzt hier was richtig Besonderes. Und ich esse jetzt 28 Gramm, nee, 14 durch 2. Ich esse jetzt 21 Gramm Zucker, Digga. Ich esse jetzt 21 Gramm Zucker. Den gönne ich mir jetzt ausnahmsweise. Dieses Abschlecken ist eh beste, ne? Sieht immer eklig aus, aber... Wir haben uns hier versammelt wegen First Dates. Heute machen wir das erste Mal eine Folge, die eine Zuschauerin mir geschrieben hat. Und zwar hat Elisa geschrieben, Falk und Julia kamen am 30.10. schon raus. Ist ultra witzig, weil er, das möchte ich euch jetzt nicht leaken, aber da passiert anscheinend gleich was. Gut, wir gehen rein ins Video, ohne groß schnackeln, ohne groß reden. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich RTL Plus, den Link. Dort könnt ihr euch einen Account machen und nichts mehr verpassen. Und ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, der ganze Hase, das ganze Prozedere. Und dort findet ihr auch alle anderen meine Social Media Kanäle und alles, was dazugehört. Podcast und so, ne? Gut, wir gehen rein, let's go. Oh. Ich bin der Falk, ich würde mich auf jeden Fall als kommunikativen Menschen bezeichnen, der viel redet. Ich bin auf jeden Fall ein Feiertyp, ich gehe gerne weg, gerne unter Leute. Falk, Betriebswirt aus Karlsruhe in Baden-Württemberg. Gut, 23. So, schauen wir mal, was der Falk so macht. Hallo Roland. Hallo. Falk, hi. Falk? Falk, mit I. Falk? Falk, genau. Das ist ein interessanter Name. Genau. Woher kommt Falk? Also mein Papa kommt aus dem Kosovo, da stammt auch der Name. Okay, also die Wurzel des Namens liegt im Kosovo. Genau. Okay. Wo bist du daheim? Ich komme aus Karlsruhe. Ah ja, schön. Mhm. Was wäre, wenn es jetzt aus Bremen kommt oder aus Hamburg? Wenn man sich versteht, dann ist die Entfernung kein Problem. Ich bin die Julia. Also ich bin tatsächlich schon ein Mensch, der gerne feiern geht, mit den richtigen Leuten natürlich, versteht sich. Auszubildende. Pflegekraft. Warum haben beide in ihrem Intro gesagt, dass sie gerne feiern gehen? Check ich nicht. Also check ich wirklich nicht. Check ich original nicht, warum das da jetzt so Wert drauf gelegt wird, gerade bei den beiden. Deswegen Partyurlaub wäre ich auch dabei. Also ich glaube, man kann mit mir ziemlich viele Sachen machen. Gibt genau. Es Aussehen, was wichtig ist? Für mich gibt es einfach hübsch und sympathisch oder halt nicht so mein Typ. Aber ich würde nicht direkt sagen, blond oder braune Haare, ist mir ziemlich egal. Also es ist auf jeden Fall wichtig für mich, dass eine Frau sich angemessen kleidet, dass sie optisch einfach was hermacht und das Beste aus sich selber rausholt. Dass sie halt einfach präsent ist, dass man sie halt einfach gut anschauen kann. Ne? Das ist halt schon wichtig. Macht eure Augen auf bei der Frauenwahl, liebe Freunde. Dass sie wirklich eine Augenweide ist. Weil das versuche ich selber auch jeden Tag. Was macht hübsch? Was hübsch macht? Ja. Ein schönes Lächeln, schöne Augen und eine schöne Ausstrahlung. Ich sehe ein schönes Lächeln. Ich auch. Hi. Hi, ich bin Falk, freut mich. Hi, Julia. Hi. Der direkt gepunktet mit diesem Ich auch. Stark, sehr stark, mein Bre. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Hi. Optisch gesehen hatte mir gut gefallen. Sehr schöne Augen tatsächlich. Das ist mir aufgefallen, auch direkt, wo er sich umgedreht hat, dass er sehr schöne Augen hat. Ich fand seinen Style voll cool, wie er angekommen ist, dass er so ein lockeres Outfit quasi anhatte. Das fand ich total schön. Ja, outfit-technisch schon mal gut. Ja, passt schön zusammen, luftig. Oder? Passt gut, und schön sehr gut. Ja, ihr könntet direkt. Die sehen aus, als würden die Mallorca am Yachthafen was essen gehen, zusammen. Jetzt zum Strand. Direkt durchstarten. Also ich finde, sie hat eine schöne Haarfarbe und auch die Sonnenbrille im Haar, fand ich, hat ganz gut zu mir gepasst. So beides sommerliche Typen auf jeden Fall. Ich würde einen Sex on the Beach nehmen, wenn es okay ist. Ja, ich guck mal, dass ich werde ihn ähnlich machen. Also ich denke mal nicht, dass ihr Proteinshakes da habt, deswegen würde ich, keine Ahnung, in Maracuja schauen oder so. War das ein Flex? Wollte sie damit flexen, dass sie Gym geht, oder? Also wenn die jetzt, sagen wir mal, die ist abends unterwegs, weil die geht ja gern feiern. Gibt ihr dann den gleichen Spruch? Sagt ihr dann, also ich gehe mal davon aus, ich habe keine Proteinshakes, deshalb nehme ich jetzt einen Moskau Mule, oder was? Die Frage hat man noch nie, aber eine Maracuja-Schorle kriege ich hin. Super, ja. Dankeschön. Wir haben Proteinshake. Ja, wäre jetzt nicht mein erster Gedanke für einen Drink an der Bar.
Wenn du jetzt sagst Proteinshake, machst du dann viel Sport, Fitness und Fitness, so? Fitness, ja. Fitness, okay. Ja. Schon länger? Ich glaube jetzt wirklich extrem. Trainiere ich seit einem Jahr, aber halt wirklich. Ich dachte gerade, sie sagt eine Woche. Das wäre krass gewesen. Eine Woche so einen Spruch drücken, wäre krank. 6 bis 7 Mal okay. die Woche. Okay. 6 bis 7 Mal die Woche, okay. Ja, ich gehe eigentlich auch, aber so, wenn ich halt mal Zeit habe. Also klar, Sport macht er auch, Fitness macht er auch, finde ich total cool. Also da war ich echt froh, dass er auch Sport macht. Du hast Tattoos, ne? Ein paar. Echt? Ja. Hast du auch Tattoos? Nur ein ganz kleines. Hier. Auf meinen eigenen Initialen habe ich mir auf Malle stechen lassen. Auf Malle? Mhm. Hast du Urlaub gemacht? Mhm. Mit Freunden dann wahrscheinlich, oder? Ja, so Ballermann und so. Das ist cool. Ist das auch so deine Musikrichtung, oder? Ich höre alles tatsächlich. Also ich höre wirklich alles. Bei dir? Schon so deutscher Schlager und so. Echt? Musik, singst du dann so richtig bei Helene Fischer mit so, ah, ich habe ein eigenes Malle-Lied. Du hast ein eigenes Malle-Lied? Ich habe ein eigenes Malle-Lied, genau. Erfolgreich? Ja, geht so. Ich hatte schon ein paar Auftritte. Ja, du hast sogar Auftritte? Ja, aber so also eher bei uns in der Nähe. Sus. Diese Folge beginnt sehr sus. Sie geht auf Proteinshake und er geht direkt zweiten Satz auf Promo rein, ne? Album kommt und so. Album kommt, Leute. Ich finde, solche Leute sind immer sympathisch. Da weiß man, okay, die sind nicht introvertiert, die sind extrovertierte Leute, die haben gern Spaß, die gehen gern feiern, die machen Party. Da dachte ich mir schon, okay, das kann gut werden. Also dann. Prost. Proteinshake, gut? Ja, sehr lecker. Bitte. Die Drinks könnt ihr stehen lassen, die bringe ich hinterher. Gentleman. Was machst du sonst so? Freizeit, nur Fitness dann wirklich? Sonst gar nichts? Kein anderes Hobby? Es klingt echt traurig, aber ich bin in der Ausbildung. Mhm. Und wenn ich arbeiten bin, muss ich ja trotzdem nach der Schule lernen. Mhm. Und dementsprechend bleibt nicht so viel Freizeit. Heißt, ich gehe arbeiten, dann lerne ich, dann gehe ich ins Fitness und das war's dann auch schon. So. Okay. Ja, genau. Klar, verstehe ich. Aber ich bin offen für alles. Mhm. Heißt, man kann mich auch sehr schön für andere Sachen begeistern. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, wieder selber Fußball zu spielen. Okay. Also ich bin da sehr flexibel und sehr begeisterungsfähig, würde ich sagen. Okay. Ja, also ich finde auf jeden Fall gut, dass sie überhaupt Hobbys hat. Dass sie da was hat, wo sie verfolgt täglich. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Und sie hat ja auch gemeint, sie wäre für vieles andere auch bereit. Und deswegen denke ich, wird man da auf jeden Fall was finden. Ich finde diese Leute immer ein bisschen, bisschen Dings. Diese Leute, die sagen, ja, ich habe keine Hobbys, außer ich mache halt meinen Sport und so, weil ich habe so viel zu tun und ich habe keine Zeit. Ich finde es immer so ein bisschen weird, diese Aussage, weil egal wie viel du arbeitest, und ich spreche jetzt wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich war in einem Angestelltenverhältnis, ganz normal 8 Stunden am Tag. Ich war selbstständig oder bin selbstständig jetzt sehr lange. Es gibt Tage, an denen ich, oder Wochen, an denen ich sehr viel arbeite und es gibt Wochen, an denen ich weniger arbeite. Und ich finde es ein bisschen weird zu sagen, man macht nur das und hat keine Hobbys, weil man sonst keine Zeit findet. Finde ich ein bisschen schwierig, weil es kommt immer noch das Wochenende auf einen zu. Also Leute, die normal arbeiten gehen, haben ja auch in den meisten Fällen mindestens 1 oder 2 Tage die Woche frei, die man sich so legen kann, wie man will. Egal, wie viel du arbeitest, es gibt Phasen in deinem Leben, wo du wirklich, ne? Alles schön und gut, verstehe ich komplett. Aber du hast doch mal irgendwie zwischendrin Zeit, um mal irgendwie, keine Ahnung, was zu malen oder zu singen oder zu baden oder, keine Ahnung, baden jetzt ein Hobby ist. Aber du hast doch zwischendrin Zeit für Sachen. Ich bin jetzt mal gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren, weil ich bin mal gespannt, wie viele von euch jetzt kommen und sagen, ey, nee, bei mir ist das wirklich so. Ich habe so viel zu tun, dass ich gar nichts machen kann, außer schlafen, essen, kacken, trinken, arbeiten. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Weil ich habe schon, also ich habe schon das Gefühl, ich arbeite viel, so. Aber ich habe trotzdem noch Zeit, oder ich lege mir trotzdem Zeit, um Dinge zu tun. Wie stellst du dir deinen Traum so optisch vor? Ich hatte früher ein Typ Mann, braune Haare, Bart, braune Augen, tatsächlich. Okay. Hat sich aber geändert, dass ich irgendwann gesagt habe, ich schaue gar nicht mehr aufs Aussehen. Mhm. Ich schaue extrem auf Lächeln und Augen, weil das bleibt das Gleiche. Okay. Und zwar ein Leben lang. Mhm. Also bist du zufrieden bis jetzt? Definitiv, ja. Freut mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Er ist absolut mein Typ. Also braune Augen, braune Haare, brauner Bart. Wenn man mal die Geschichte meiner Ex-Freunde anschaut, zieht sich das auch so komplett durch eigentlich. Die beiden sind schon so ein bisschen, passen schon so ein bisschen, aber so auf eine weirde Art und Weise. Also es ist für mich nicht so, dass ich direkt sagen würde, boah, die sind ein krankes Perfect Match. Aber irgendwie matchen die trotzdem. Checkt ihr, was ich meine? Was ist bei dir jetzt essenstechnisch so, was dir nicht so zusagt? Ich esse zum Beispiel keinen Fisch. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Ja, und so jetzt. So gebackener Feta-Käse und so. Hey! Es ist einfach nicht meins, ich esse so. So ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, ist da nicht so in der Art. Ich sag euch ehrlich, er hat genau meine Antwort gegeben. Fisch? Also so Feta-Käse, so solche Sachen, da kann ich auch drauf verzichten. Ich weiß nicht warum. Diese ganzen Special, also Feta-Käse ist jetzt nicht special, aber ich bin schon echt so diese, gib mir eine Kartoffel und ich bin glücklich. Was denkst du, was ist das? Das? Mhm. Willst du das echt probieren? Ist nicht so, soll ich es nicht probieren? Doch, mach. Ja, ist gut. Also ich fand es gar nicht schlimm, dass er gesagt hat, dass er sehr wählerisch ist, was Essen angeht. Weil er nicht mag, das mag er nicht. Deswegen fand ich es wirklich sehr cool, dass er dann auch was probiert hat. Die sind schon ein bisschen am Flirten. Also schon ein bisschen am Grooven und so, ne? Generell da wohnen bleiben, wo du jetzt bist? Nicht zwingend, muss ich sagen. Also ich habe gar keine Gebundenheit. Wenn ich jetzt einen Job irgendwo anders finde oder so, der passt, dann ich hab mit Umziehen jetzt nicht das größte Problem, muss ich sagen. Mhm. Genau. Ich hätte kein Problem damit, in München oder da, wo ich halt jetzt wohne, wohnen zu bleiben mein Leben lang. Mhm. Ich hätte aber auch kein Problem damit, in ein anderes Land, in eine andere Stadt oder whatever zu ziehen. Okay. Diese Aussage war so nichtssagend. Also ich hätte kein Problem auszuwandern, ich hätte auch kein Problem, in eine andere Stadt zu gehen. Aber ich hätte auch kein Problem, einfach für immer in München zu wohnen. Aber dann hast du ja auch irgendwie einfach keinen Plan, was du für deine Zukunft willst, wahrscheinlich, oder? Im Endeffekt, wo die Liebe hinfällt. Oh. Wo die Zukunft hinführt, ich weiß nicht. Oh. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber es war auch nicht dieses, wo ich sagen könnte, okay, das könnte jetzt wirklich ein Mann für mein Leben sein oder halt für meine Zukunft. Frage. Ich will nicht, dass du für mich zahlst. Doch. Nein, auf keinen Fall. Wir können darüber ich möchte, nicht. Wir können ich darüber, möchte nicht. Nein, oh Gott, ich habe Wochen. Ich möchte nicht. Kann ich dir danach irgendwie Geld geben oder so? Ja, das ist okay. Ach, das, klar, ist okay? Ja, das ist kein Thema. Okay, klar, das kann ich dir danach das Geld geben dafür, ist das völlig in Ordnung. Nein, ist okay. Also habe ich mich widerwillig dazu entschlossen, ihn dann doch zahlen zu lassen, was mir aber immer noch sehr stark in meinem Ego kratzt hat. Ich glaube aber, ich wäre wie er. Ich glaube, ich würde so reagieren wie er. Ich würde auch sagen, kommt nicht in die Tür. Kommt nicht. Passiert nicht. Muss nicht. Also, nö. Nein. Also wirklich sehr stark. Ich will nicht sagen, dass ich sauer bin, aber ein bisschen eingeschnappt, dass ich nicht zahlen durfte, bin ich dann schon. Aber für mich gehört es einfach dazu, dass der Mann beim ersten Date zahlt. Ich bin auch froh, dass ich mich durchsetzen konnte. Spannung steigt. Wenn wir schon einen Schlagersänger im Restaurant haben, ja, dann wollen wir die, verstehe ich auf jeden Fall, die Chance auch nutzen. Ja. Das ist ein Malle-Song, ganz normal, so mit 3 Promille im Kopf, muss man sich das vorstellen. Und dann geht es auch, okay? Warte mal, ganz kurz. Sollen wir mitklopfen? Ja, genau. Jetzt kann ich anfangen? Mit. Ja. Okay, du auch? Okay. Der Capitano von Malelele, Malelele, Malelele. Der Capitano von Malelele. ...5.500 Streams. Ich check, wo es hingehen soll. Ich check's, okay. Catchy. Dankeschön. Wow. Ob er mich mag, denke ich schon, sonst hätte er nicht so viel mit mir geredet, glaube ich, oder wäre halt auch nicht so offensiv gewesen. Ciao. Tschüss. Ciao. Danke Ciao. Dir. Ey, ich krieg das jetzt nicht mehr raus. Ne? Der Capitano von Mal. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Der Capitano von Mal. Aber cool, ne, dass die seinen Song da eingebaut haben. Ist für ihn beste Promo, die er hätte kriegen können. Was sagt ihr denn zu einem zweiten Date? Ja, die sind beide am Start. Die sind beide am Start. Safe. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit ihr. Zweites Date direkt, wüsste ich gar nicht, ob ich das so sagen kann. Aber ich denke, man kann weiter in Kontakt bleiben.
und dann einfach schauen, was sich ergibt. Oh, krass. Er ist ein bisschen auf Korb reingegangen und sie ist jetzt ein bisschen angeritzt. Sie ist so ein bisschen angekratzt. Also ich würde sagen, nein, kein zweites Date, weil der Funke eben nicht übergesprungen ist. Ich hätte einen Taui wetten können, dass ursprünglich in ihrem Kopf war, safe, machen wir ein zweites Date. Und nachdem er das gesagt hat, war sie so, nee. Das kann ich jetzt nicht über mich ergehen lassen. Vor allem nach dieser Zahlennummer, wo sie so unbedingt zahlen wollte und so sauer war, dass sie das nicht durfte und so. Ja, ich glaube. Genau, damit würde ich auch Chor gehen. Für mich gibt es da dann auch kein zweites Date und man kann aber trotzdem befreundet bleiben, denke ich. Schade. Schade, ich dachte wirklich, die gehen auf ein Date. Ich dachte es for real. Das Ende hat mich jetzt so ein bisschen gedingst, aber ich glaube, vielleicht hat ihr auch der Malle-Song nee, nicht so gut gefallen, liebe Freunde. Man weiß es nicht. Aber gut, das Einzige, was mir hier an der ganzen Situation sehr gut gefällt, ist, dass morgen um 14 Uhr schon wieder ein neues Reaction-Video für euch online kommt. Also abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn ich bin jeden Tag hier für euch. Kümmere mich um euch, ob ihr gerade am Essen seid oder am Einschlafen. I got your back, guys. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es viel zu spät. Viele Probleme. Du weißt, wie die Story geht.